Box, gell? Vierte. Servus. Vierte. Ist jetzt eine Ruhe? Saufi. Lura! Mystix. Ja, was ist denn? Hä? Ja, was wird denn schon sein? Ein Viertel über sechs ist gleich. Und? Ja, weil du noch im Bett liegst. Darf ich das nicht? Darf er schon? Also. Ja, ist er vielleicht wieder nicht gut? Nein, mir fehlt nichts. Was ist in letzter Zeit öfter passiert, dass du so lange im Bett bleibst? Ich glaub nicht, dass ich draus was versann. Herrschaft, das kann ja nix werden. Ja, leg dich halt auch wieder rein. Komm. Er, der Ander, der Halb ist aber da. Und wollt Versicherung kassieren. Au weh. Wenn's ein Geld wollen, sind's da. Aber wenn's zahlen sollen, nicht. Ich hab nix. Sag's ihm doch. Sag's ihm doch du, nicht allerweil ich. In einer Stunde kommt er noch mal vorbei. Da hab ich auch nix. Ich kann nicht. Ich mag auch nicht. Sag ihm, ich bin krank. Aha, daher weht der Wind. Herrschaft, ich will jetzt meine Ruhe. Ich bin nummiert. Von was? Von gestern. Du hast doch gestern nichts gearbeitet. Ja, darum bin ich ja summiert. Seit 10 Jahren räume ich dir jetzt deine Sache nach. Wie am kleinen Buben. Hat dir das deine erste Frau nicht gelernt? Nein. Das könntest du wenigstens selber tun. Das Aufräumen. Wenn einem schon sonst nichts gegönnt ist. Sie hat doch alles, was sie braucht. Luder! Du Luder! Du misst nichts! Jetzt bring ich euch um! Mist, Peter! Ich bin der komplett. Wasch mal Pfirs ab. Okay, her. Da, jetzt wäre ich wenigstens wach. Dina. Mistpeter. Das Wienerzeit kommt weg. In der Legebatterie. Mit Scheinwerfer. Von 8 bis 8. Dann ist gleich Ruhe. Und am besten ganz weg. Ich hab's da mal eine Weile hingekauft am Hof. Bis jetzt haben sie da noch nie geniert. Aber jetzt genieren sie mich. Auf einmal genieren sie mich jetzt. Mach die Tür zu. Ja. Die Hähne kommen weg und Eier werden gekauft. Ich kann's nicht mehr sehen. Die Lüder. Ich krieg keine Obacht, dass du die Spinne anfängst. Die Hähne kommen weg. Ja, jeder Bauer hat seine Hähne. Bauer. Ein Bauer ist halt was anderes, als was wir sind, Frau. Da kommst du nicht mehr auf die Hino. Da ändert sich alles, Frau. Aber ob wir da noch mithalten können, das weiß ich nicht. Da gehen wir halt in die Fabrik. Wann musst du denn los? Ich werde gleich da sein. Ja, da ist schon wieder eine Haut drin. Die rote Hosen. Gefällt's dir? Nein.
Was pfusch in der Flieger, dass du nicht so zusammengezupft warst. Geh. Ich hab nur gewusst, wo vorne und hinten ist. Ja, wenn sie sich vorstellen muss, nur dazu in der Stadt und in einem Friseursalon, da können sie doch verlangen, dass ihre Leute auch gescheit angezogen sind. Ja. Modisch, verstehst du? Die Haar. Das hast doch du gar nicht nötig. Hast so schöne Haare gehabt, so schöne Haare. Papa, das ist ein Afro-Look. Verstehst doch du nicht. So schöne Haare. Also für mich ist das in Ordnung. Gut schaust du aus, Monika. Lass dir nur nichts sagen von deinem Vater. Von solchen Sachen, da versteht er nichts. Von was versteh ich nichts? Na ja. Ah, da ist er ja. Also, ich muss gehen. Führt euch. Halt's mir einen Daumen. Grüß dich. Fest schaust du aus. Servus, Viertel. Hast du gut geschlafen? Gut schon, aber wenig. Es war ja schon halbe vier. Du, übrigens, ja? Den Job, wenn ich in München krieg, dann gäb ich ja nicht mehr so viel mit dem Fortgehen, das sag ich dir. Das Fortgehen wär mir ja wurscht. Geh, komm, Depp, fahr. Meinst du, dass das was wird mit den zwei? Wenn es gescheit ist, dann lass es sausen. Hey, hast denn du keinen Verstand? Ein Großbauern, so mit 225 Tagwerk. Ja, eben. Deswegen. Wer tut sich denn heute noch am Bauernhof an? Das ist nicht jeder so blöd. Wir wer? Weißt du, was die Leute sagen? Dass der Gerstler seinen ganzen Krumm verkauft. Der Gerstler? Das glaub ich nicht. Der ist doch so stur. Herrschaft, warum lasst ihr dich nicht helfen? Sag halt was! Ja, wenn ich der einen soll, aber sagen muss. Ich glaub's ja auch nicht, dass der Gerstler verkauft. Aber geredet wird drüber. Da muss man aufpassen. Das ist das Vitaminpackerl. Ja, das ist nicht, das chemische Klump. Nur nicht sparen, nur mehr damit. Richtige Chemieviecher. Das macht nichts. Aber gesund bleiben's. Und die anderen, die uns auch. Arras! Die wird 100 Jahre alt. Jesus, nein, ich warte ja auf ihr Wärmflaschen. Ja, Prinz, ja, halt du. Du warst doch eh schon drei Tage nicht mehr drum. Genau, du kannst das besser mit ihr. Ja, du, das ist dein Kampf. Aber du hast das mitgeheiratet. Ja, ja. Ich dreh ja schon. Ja. So, da hast du jetzt dein Mulch und deine Wärmflaschen. Ja. Hast du alle Weine so kalt, die Füße? Ja, die werden auch nicht mehr warm. Ja, wenn du in die Strümpfe umeinander hockst, dann zieh halt deine Schuhe an. Was war denn das für ein Theater mit jener? Ja, nix. Da schrocken sie uns halt. Da schrocken. So. Ja. Und Monika, warum müssen sie heute schon so bald fort? Ich hab schon gehört, was er sie hergerichtet hat. Nach München? Nein, zum Vorstellen. Im Friseursalon Ingeborg. Das ist ein allererstes Geschäft. So, Ingeborg? Wer ist denn die Ingeborg? Also, heißt der Friseur. Was, der Friseur heißt Ingeborg? Ja, jetzt komm, jetzt trink dein Mui, sonst wird's ja kalt. Da ist ja Honig drin, der ist gut fürs Herz. Warum ist denn der Josef heute so spät aufgestanden? Na, was du nicht alles spannst. Mein wird er halt nicht haben. Mir sagt überhaupt keiner mehr was da herum. Aber ich merk alles. Ja, ist schon gut, Tante. Alles weiß ich. Ich weiß auch, dass du nicht gern bei uns am Hof bist. Wo ist denn Radio von der Monika? Damit es dir nicht so fad ist. Mir ist nicht fad und ich brauch kein Radio. Ich hab nur zu denken mit euch alle. Jetzt sei doch nicht so ungut, Tante. Ich möchte mal Ruhe. Ja, ich geh ja schon. Du, ich hab gestern mit den Leuten geredet. Alle sagen,
dass die neue Autobahn kommt. Auf der Trasse, wo es in der Zeitung gestanden ist. Da liegt die Garaiswiesen auf der anderen Seite. Da kommen wir nicht mehr nieder. Dann müssen sie unter Führung bauen. Das lernen die mir, sagen die Leute. Leute, jetzt bleib reden voll. Jetzt geh weiter, Vater, hilf mir halt. Oh, oh, oh. Was ist denn? Mein Granatsplitter. Dann hast du das Ganze ja nicht gespürt. Ja, jetzt spür ihn halt wieder. Auf einmal spür ihn wieder. Yes, das ist der Direktor von der Raiffeisenbank. Sag ihm, dass ich nicht da bin. Sag's ihm doch selber. Mei, Mo, ich hab doch kein Geld. Radinger, grüß Sie. Ja, Herr Direktor, das ist aber nett, dass Sie wieder mal vorbeischauen. Gibt's was Besonderes? Noch nichts Besonderes. Nur das Übliche. Was schon. Ja, meinen Sie, ich denk nicht nach. Sagen Sie mir halt, was ich machen soll. Alles haben wir schon überlegt. Erdbeerplantage, Schweinemast. Der andere meint jetzt seine Pferdepension. Naja, aber das alles ändert doch nichts. Ich verstehe Ihre Ausgaben, Herr Hartinger. Saatgut, Kunstdünger, Maschinen. Klar, Ihr Betrieb muss laufen. Ja, das kostet Geld alles. Schauen Sie, wir verdienen ja nur an Ihren roten Zahlen. Das weiß ich schon. Seit ich Schulden hab bei Ihnen, kriege ich jedes Jahr einen schönen Kalender. Früher nicht. Aber Sie sollten doch irgendwie runter davon. Könnten Sie sich nicht entschließen, was zu verkaufen? Ich meine Grund, Bauland. Mein lieber Mann. Das heißt Krieg mit der Familie, mit der alten Tante. Aber Sie haben doch nicht nur eine alte Tante, sondern auch eine junge Frau. Meinen Sie nicht, dass die sich über gewisse Veränderungen sehr freuen würde? Die hat alles, was sie braucht. Tja, lieber Herr Hartinger, also ich an Ihrer Stelle würde mir das schon mal überlegen. Es werden gute Preise bezahlt. Rosa, kannst du auch nicht schlafen? Ja, beinahe. Sehr, ich nicht. Oh. Hast du wieder zu viel gegessen? Nein, das nicht, aber ich denk was nach. Was? Ja, was du gerade vor einer Stunde zu mir gesagt hast. Was hab ich gesagt? Ja, dass du auch noch was vom Leben haben möchtest. Jetzt. Solange es nicht spät für dich ist. Ja. Ja. Da denke ich drüber noch. So schlimm ist es auch wieder nicht. Die ist ja kaputt. Wer willst du denn die abbrauchen? Der schaut, Vater. Vater, schau mal her, die Kerzen. So ein Klump da. Jetzt blär doch nicht. Jetzt spitzt damit. Muss man sich doch schauen vor die Leute. Was trägst du da damit? Risch dir halt das Gesicht ab. Im Taschentuch, ja. Feuerzeug, jetzt halt damit die Kerzen da. Ach, glaubst du das nicht? Ja. Jetzt draus. Jetzt drück dagegen. Druck fest dagegen. Ja, kommt schon der Verwandtschaft. Tante Rosa. Erste. Die ganze Verwandtschaft ist schon da. Ja, nimm die Fahrt zusammen, gell? Ich bin zu deinen Leuten auch freundlich. Ja, das ist leichter. Die sind schon weniger vorn, weißt du? So. Bitte. Na, das ist heute ein großer Tag. Schön bist. Das ist ein letztes Kleid. Habt ihr es selber genäht? Nein, das habe ich schon fertig gekauft. Was ist denn das? Ja. Die Kerzen nicht so probieren. Hast du zugekauft damit, hä? Ja, jetzt hat der dickere gekauft. Nimm's ja so in die Hand. Dann sieht man's nicht so da drauf. Ja. Beobacht. Grüß euch. Dankeschön. Jetzt, Bub. Ja, du findest bei gut. Nein, danke sehr.
ins Grab fahren. Ein bisschen schöner kannst du es schon richten, Trost aus Grab. Ist doch eh schön. Okay, schau dir die anderen noch. Ja, Frau, du hast das noch gut gehabt. Du hast doch nichts gewusst von der modernen Zeit jetzt. Das war eine brave Frau, eine Mutter, die nichts kennt hat wie Arbeit. So eine Frau gibt's ja heute gar nicht mehr. Frischen Efeu. Den sollte man vielleicht einmal nachpflanzen. Ja. Plastik-Efeu. Geh. Nein. Da kommt nichts Künstliches her. Er schaut aus wie echt. Den braucht er nicht mehr gießen. Solange ich lebe, kommt da nichts Künstliches her. Wenn ich einmal nicht mehr bin, dann könnt's machen, was wird's. Also jetzt aufpassen. 3 Sekunden. Wann gibt's denn was zu essen? In einer Viertelstunde. So, schon passiert. Ja, jetzt gehen wir in den Kind. Grüß mal, ne? Ranz, ja, auf. Ja. Schauen wir uns noch ein bisschen an den Hof an. Ja, da gehören natürlich überall so moderne Kippglasfenster rein, weißt, mit Aluminiumrahmen, dass nichts mehr verfault. Halt für die Ewigkeit. Und du, Martel? Ich darf noch zertigen in der VW-Werkstatt. Schon lange nicht mehr. Na. Wer macht jetzt Bier aus, Fahrer? Ja. Der verdient einen Haufen Geld. Und was der Trinkgeld kriegt? Und Weiber hat er. Ist nicht mehr recht Sommerbeideln. Krankenhausreiter. Weil wenn du besser als Blatt daheim hockst, kann ich keinen Stich nicht machen. Geh jetzt Herz durch Streiten auf. So, da, das ist alles bestens im Schuss. Das macht der andere. Ah, das ist neu. Also, so gut wie neu. Oh, ein Haufen Sachen. Für 9000 Mark kriegst du das. Ich hab daheim selber genug von dem Zeug umeinander stehen. Und damals haben sie dir das Haus gekriegt mit den Krediten. Bloß, dass man sie mechanisiert. 8000 Mark. Nein, ich brauch's nicht. Nein, ich auch nicht. Zünden wir's halt an, weit ist nix. Ein Kanister Benzin und ein Zündhölzl. Und gut versichert sind wir ja. Bin nicht so sautum daher. Okay. Im Grund hat er ja recht. Wer kann heute noch einen gemischten Betrieb sich leisten? Von überall ein bisschen was und im Grund gar nichts, oder? Auf meine Idee geht er ja nicht eh, der Vater. Ein Wirtshaus. Aber ein feins. Für die Stadtleute. Mit Fremdenzimmer, wenn sie die Hasen dabei haben. Ach, Hasen, das ist das Einzige, was du im Hirn hast. Was verstehst denn du? Schwimmbecken und ein Minigolfplatz. Und drüben im Stall machen wir eine Diskothek auf. So. Und wo willst du das Geld herbringen, Bub? Wenn du ein bisschen was gibst, dann krieg ich einen Kredit von der Bank und die Brauerei zieht auch mit. Nein, Bub. Ich hab nichts. Ich hab Schulden. Ich hab da daheim nichts zum Sagen. Das wird auch gut sein. Jedenfalls. Eins ist gewiss. Ich suche mir was Eigenes, bevor der Hof und der Hammer kommt. Herrschaft jetzt! So, irgendwann schmier ich mir mal eine. Jetzt gib mir mal eine Ruhe. Er ist doch wahr, wenn er sich aufspielt. Dabei haben sie so eine brave Mutter gehabt. Na, ist ein Schwager, hä? Schau dir so was sagst. Du hast schon wirklich alles. Dunkstreuer, Scheibenmecker, Kartoffelschleier, Buntmeer, Walzen, alles, was man braucht. 7000 Mark und das gehört da. Nein, nicht einmal um die Hälfte. Ja.
Und wo sind jetzt wir daheim? Wo ist denn unser Hof? Da, in der Richtung musst du schauen. Da siehst du das, das helle Hochhaus, da über dem Gaskessel. Da und auf der rechten Seite, da, wo da muss der Hof sein. Na, der Militär hätte gesagt, einen halben Daumensprung nach links. Ich kann schon eher so einen ganzen. Ah, das glaube ich ja. Also ich sehe gar nichts. Ja, natürlich nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil man von unserem Hof aus am Fernsehturm auch nicht sieht. Ne? Da hast du wieder mal recht. Mami, darf ich noch einmal schauen? Ja, komm, lass dich gleich nochmal hin. Warte. Siehst du jetzt? Warte, zieh noch nicht. So, jetzt. Schau mal, Fist mit dir. Augen hindrücken. So, jetzt schau rüber. Siehst du den Berg? So, jetzt ist er Ruhe. Jetzt mag ich nicht mehr. Wo ist mein Flinten? Jetzt erschieße ich den Hahn. War doch eh schon Zeit zum Aufstehen. Wann ich aufstehe, bestimme ich und nicht der Hahn. Ich lass mir nicht vorschreiben von einem Kugel, wann ich aufstehe. Wo sind die Patronen? Ich hab vergessen mit dem Anderl geredet. Der meint, du kannst schön langsam übergeben. Übergeben? Ich? In Austrag? Warum? Ja, warum nicht? Ich bin also noch gar nicht so alt. Na, alt nicht? Aber du magst doch eh nicht mehr. Mach's doch nicht so voll mit meinem Kreuz. Schau, sind wir auf unserem Grund? Ja, das gibt's doch. Oh, schau doch. Das trauen sie dir doch nicht. Was tät's hier denn da? Das hier ist mein Grund und Boden. Gut. Wo sind wir denn, dass das Eigentum überhaupt nichts mehr bedeutet? Lies er da nicht auf, hab's die Mitteilung nicht gelesen. Da steht da alles drin. Ich hab keine Zeit, dass ich jeden Tag nach der Post schaue. Ich will wissen, was da vermissen wird. Was da vermissen wird, ist unsere Sache. Da müssen schon andere fragen. Wir haben bloß unsere Arbeit. Gut. Traurig, dass du was arbeiten musst und nicht weißt, was du arbeiten musst. Komm. Traurig. Gut. Was war denn los? Da war doch neulich dieser junge Kerl da, dieser Immobilienhandler. Holmann, der immer von der Autobahn gekriegt hat. Der war doch da. Den ruf ich an. Du musst doch nicht verkaufen. Aber wenn die uns enteignen, zum Schätzpreis. Wo liegt denn nun dieses Grundstück genau? Da. Das alles, das ist die Gareiswiesen. Mhm. Ist der Flurname nicht? Das sind 4,5 Tagwerk. Jetzt kommen Sie wieder mit Ihren bayerischen Tagwerken. Tagwerk sind 35a. Okay, das wisst ihr doch ganz genau, was handelst damit. 1,5 Hektar sind das. Richtig. Sieht ein bisschen aus wie ein Handtuch, ne? Ja, aber ein großes Handtuch, ein schönes Handtuch. Ja. Wollen wir es mal schraffieren? Das ist nicht sehr viel. Hä? Wollen Sie noch mehr kaufen? Braucht es mehr? Es besteht ein gewisses Interesse am gesamten Areal, aber von kaufen kann doch gar nicht die Rede sein. Von verkaufen aber auch nicht. Ich hab Zeit. Ich muss eine verkaufen. Das wissen wir, lieber Hartinger. Haben wir schon Sau gehabt miteinander? Noch nicht. Weil sie aber mein Lieber sagen. Hä? Okay? Sonst mag ich nicht. Hä? Sonst mag ich nicht. Moment, und was sagen Sie denn dazu? Na ja, das ist eine Einzeichnung von einer Autobahn, die da einmal durch soll. Aber das ist ja noch nicht gesagt, dass die da durchkommt. Weil das ist eine von drei Möglichkeiten, haben Sie am Landratsamt gesagt. Ja, aber ganz trauen Sie der Sache offenbar nicht. Sonst würden Sie ja nicht mit uns verhandeln, oder?
So, warum verhandeln Sie dann mit mir? Dann wissen Sie doch ganz genau, dass nichts ist mit der Autobahn. Okay? Vielleicht ist aber auch das Gegenteil der Fall, dass man nämlich fest mit der Autobahn rechnet. Aha. Spekulieren. Was wollen Sie denn mit dem Grund, wenn die Autobahn kommt? Hä? Ja, also das lassen Sie mal unser Risiko sein. Hä? Ja, das ist unser Risiko. Ja, schauen Sie, falls die Autobahn doch über diese Trasse kommt, ja, dann ist ja der ganze Grund kaum noch etwas wert. Für wen? Für Sie oder für mich? Gell? Drucker lassen wir nicht. Ich bin nicht so dumm wie Herrscher. Aber wer spricht denn hier von Drucken? Der Quadratmeterpreis in der Gegend ist bekannt. Wem? Da wissen Sie mehr wie ich. Wie viel zahlen Sie? 35. Ich habe uns gegenüber im Restaurant einen Tisch bestellt. Da gibt es einen exzellenten Rehbraten. Und ich glaube, bei einem guten Essen lässt sich's besser reden. Wollen wir? Ja. Aber mein Essen soll man selber, Herr Ullmann. Das verstehen Sie. Ich bin noch nicht pleite. Ich glaube, Sie kann man mit einem Rehbraten nicht bestechen. Na, außerdem mag ich keinen Rehbraten. Ich mag ja ganz. Die kriegen Sie. Ich hol mir nur schnell meinen Mantel von nebenan. Ich bin gleich wieder da. So, entschuldigen Sie bitte, das hat einen Moment gedauert. Wir haben schon gedrückt. Fein. Da gehen wir halt zu Fuß, das haben wir ja früher auch müssen. Ne? Ja. 15. Erst gehen wir essen. Hirschern, hä? Ja, echt Hirschern. Schöner Trachtenanzug. Aus Tegernsee. Ja, das liegt ja auch nur in Bayern. So, jetzt ist er da. Bitte schön. Ja. Gute Feuchtlasten zum Schneiden, ja? Sie, Sie, Direttore. Gnädige Frau, ich würde diese vorschlagen. Monika, Telefon. Wer? Na, du weißt schon. Entschuldigen Sie, bitte schön. Giovanni, fertig zum Schnitt. Ja. Hör mal, ich hab dir schon 100-mal erklärt, du sollst mich nicht anrufen während der Geschäftszeit. Nein, halt nicht. Morgen? Auch nicht. Hm? Was ich hab? Nix hab ich. Keine Zeit hab ich. Herrgott, Ferdl. Ich arbeite jetzt hier in München. Das ist nicht mehr so wie vorher, verstehst? Komm, ja, jetzt lass mich in Ruhe mit deinen Sachen. Es interessiert mich nicht. Ich hab keine Zeit. Servus. Gut. Papa, was tust denn du da rein in der Stadt? Ich wollte nur ein bisschen nachschauen. Schöner Laden. Hm? Ist gut? Das ist die Frau Graf, meine Chefin. Frau Graf, ah? Ist mein Papa. Ja, guten Tag, Herr Hartinger. Das freut mich aber, Sie kennenzulernen. Ich wollte nur ein bisschen nachschauen, ob sie alles richtig macht. Doch, ich bin sehr zufrieden mit ihr. Und ich glaube, auch sie hat sich sehr an uns gewöhnt. Sir. Entschuldigen Sie bitte, wollen Sie sich im Moment Platz nehmen? Nein, ich habe nicht lang Zeit. Oder wollen Sie mir Tor schneiden? Hä? Ja, aber bitte kommen Sie nur mit. Für eine Dauer wird es immer Zeit. Sir. Du, was hast du in München hier ins Tor gehabt? Rat einmal. Geh. Was beim Doktor? Ich brauche keinen Doktor. Jetzt sag's doch. Ich muss da wieder arbeiten. Ein Geld kriegen wir. Hä? Ja, okay. Voll Geld. Was? Mit dem Stecker darf ich da übers Kreuz schlagen, wenn ich konnte. Die Garreiswiesen werden nicht verkauft. Auch gerade die Garreiswiesen nicht. Ich darf verkaufen, was ich mag. Boah, jetzt schämst du dich nicht. Das ist doch die Wiesen, die der Vater gekauft hat, 1912. Also, gehört sie mir. Also darf ich sie auch verkaufen. Und das steht in dem Brief. Und den Brief zeigen wir, den ich finde. Lass das liegen. Das sind meine Schulzeugnisse. Da weiß man nicht, ob man die nicht nur einmal braucht. Und überhaupt, hast du das versprochen, dass nichts verkauft wird? Das war damals. Und damals war eine andere Zeit.
Und die Garauswiesen werden nicht verkauft, solange ich lebe. Und der Hof gehört allebei noch mir. Na, zahl's mir aus. Alles. Mein ganzen Anteil seit 40 Jahren. Den, wo ich deinem Vater zuliebe auf dem Hof lassen hab. Ja, siehst du nicht, dass mir das Wasser bis zum Hals ersteht? Und wenn ich das sauf, dann ersaufst du mit. Vater, der bringt mich um. Hier, da haben wir schon mal einen. Immer dasselbe. Die liebe Familie. Lass doch mein Sach stehen. Ich hab den Brief nicht. Den Brief hast du und da steht's drin. Was habt ihr denn für einen Krach da herin? Hä? Du, Josef, schau mal, was ich da gefunden hab. In der Putzschachtel von deiner Mutter. Ja, siehst du, ich hab doch gesagt, dass da was. War sonst noch was drin? Na, solange ich lebe, hab ich nichts verkauft. Du musst schon warten, bis ich im Grab lieg. Siehst, Tante, so lange möchte ich wieder nicht warten, weil du überlebst uns alle. Da, nix steht drin, nix, dass ich nicht verkaufen darf, gar nix. Also, ich darf verkaufen. Nix darfst du, nix darfst du. Die reg dich nicht so auf. Gar nix darfst du, oder du zahlst mir aus. Das dauert wieder. Wir sollten möglichst heute noch zu einem Abschluss kommen. Na klar, bevor die Nachbarn wieder untereinander den Preis auf Sparte bringen. So, meine Herren, es hat ein bisschen gedauert, aber die kranke Tante hat mich gebraucht. Aber jetzt habe ich alles, Grundbuchauszüge, Auflassungsurkunde und die beglaubigte Abschrift vom Testament. Aber das brauche ich noch, Herr Ritter. Die lassen wir nur fotokopieren, dann kriegen Sie sie wieder. Sind Sie so lieb, stecken Sie. Ich glaube, wir schauen uns dann das Grundstück an. Ja. So, bitteschön. Ruhe! Da drum! So, ich muss noch das mal. Also, nehmen wir den Wagen. Na, da gehen wir schon zu Fuß. Hier. So, gehen wir, meine Herren. Dankeschön. Also, was ist? Verkauft habe ich. Wie viel? Na, was meinst du? Mehrer. 2 Mark. Und der Vater ist ein Depp. Mehrer. 2 Mark und 75 Pfennig. Ja, das waren ja noch über 45.000 Mark. Mann, jetzt rührt sich was ein Hartiger auf. Da, fang! Wirf halt! Der ist doch noch finde ich gut. Der ist doch nichts wert. Raus mit dem Klopp! Die neue Zeit kommt! Vater! Die können wir doch noch verkaufen! Okay, da kriegst du doch nichts dafür. Den habe ich 1946 hab ich den getauscht für 2 Pfund Kreiherz. Aber das ist doch bäuerlicher Hausrat! Da dafür krieg ich auf dem Flohmarkt mindestens noch 100 Mark.
Ja gut, verkaufen, wenn's meinst. Hälfte kriegst du, gell? Also. Wart, wie läuft das doch? Wart doch. Ja, Handschuhe. Nehmen wir es gleich auf, ja? Ja, nehmen wir auf. Halt! Das Sofa bleibt da! Ja, wo willst du es denn hinstellen, wenn das neue Schlafzimmer kommt? Auf dem Sofa ist der Vater selig gestanden. Er hat gesagt, ich lege mich nur eine Viertelstunde auf hin. Und aufgestanden ist er nicht. Ja, wo willst du es denn hinstellen? Das Sofa kommt wieder ins Schlafzimmer rein. Was war? Also, du mit deiner Sturheit, das ist ja schon wahnsinnig werden. Das kann man doch verkaufen, da kriegst du schon was. Ich kann alles sein. Pass auf die Sache. Ich hab bei dem Strick hier das verschwunden. Das fällt alles auseinander. Du, geh rein. Sonst fahren wir die fort. Das könnte doch so passen. Rosa! Komm hier rein! Meister, schade um die Kredenz. Die hab ich so gern mögen. Okay. Der Mantel verkauft's doch gut. Das lang her. Geh, passt doch ein bisschen auf Sach. Das steht mir doch nicht am Boden hier. Das schmeißt es doch gleich rein in die hintere Stumm. Das wäre das Wohnzimmer. Ach, schon was anderes. Schöne Farbe haben wir rausgesucht. Na, Rosa, was sagst du? Ja. Was ist das? Nichts. Ich verstehe. Nein, nein, das muss ein bisschen farbiger werden. Das ist ja. Dafür haben wir ja gehabt. Das ist schöner so jetzt, oder? Das ist farbig jetzt. Also, so gehört er. Ehrlich. Also, ich gehe. Warum gehst du? Ich möchte noch lesen. Gute Nacht. Nacht. Du geh aber ins Bett, gell? Nein. Ja, ich geh noch einen Sprung zum Hauswirt rüber. Die neue Bedienung, gell? Weißt du, was dagegen? Also, für den Teich. Servus. Diese Weiber, was die jetzt haben, so was lang hergesetzt. Das ist eine ganz neue Rasse. Die noch hier wachsen. Die lange Haxen, das machen Schlittschuh. Nein, nein, das ist eine neue Rasse. So eine Frau hat es früher gar nicht gegeben. Na ja, von mir aus. Ich geh jetzt. Bist du so grantig? Ich bin doch nicht grantig. Miert bin ich. Ich bin auch miert und bin nicht grantig. Gute Nacht, Belland. Gute Nacht. Na. Rosa, gehen wir ins Wohnzimmer, lieber. Das ist doch eiskalt. Da setzen wir uns am Sonntag rein. Machst du was, he? Was trinken? Machst du ein Eierlikör? Jetzt halt nicht. Hast du was? Hm? Nein. Jetzt lassen wir es uns einmal richtig gut gehen. Ja. Reiner, der Farbfernseher. Ist schön. Ihr seid alle da gesessen, sein Kinder. Wie eine richtige Familie. Das ist auch bloß die erste Zeit. Nur interessiert es nicht mehr. Nein, nein, das bleibt schon. 23.000 Mark habe ich heute gezahlt in der Reife. Du kannst sie auf einen Schlag, mein Lehrer. Da hat er gesagt, der Direktor. Jetzt bin ich schuldenfrei. Zum ersten Mal seit meinem Unglück. Zeit was? So, und jetzt machen wir ihn aus. Das wird jetzt heiß. Jetzt kommen wir eh bloß noch Nachrichten. Da hast du erlebt, und lang hast nichts mehr gearbeitet. Wie ein Viech. Kinder groß so Schulden abzahlt. Ich hab mich aber gefragt, wann das einmal leichter wird, auch für die. Ich hab schon gesehen, wie du es gearbeitet hast. Ja? Ja. Das darfst du mir glauben. Ich hab dir schon zugeschaut. Und jetzt schauen wir, dass wir auch wieder ein bisschen Freude haben im Leben.
Freut? Mei. Nix haben wir uns geleistet. Gar nichts. Das war ein Fehler. Eine Reise. Was? Eine Reise sollten wir machen. Eine Reise? Ja, miteinander. Wir zwei? Ja, und wohin? Das ist doch wurscht. Was anders ist wie da. Ja, wie schaust denn du aus? Wieso? Trachtenanzug haben wir gekauft. Ach, das hat es ja bei uns noch nie gegeben. Ja, der Hut? Er braucht einen Hut mit einem Gamsbart. Weißt du, wie viel der kostet? 800 Mark kostet der. Ohne Hut. Ja, eben. Was bei uns gar kein Gams gibt. Na? Was sagst du jetzt zu deinem Mann? Der geht jetzt Maschkara. Du, das ist ein Tegernseher. Den haben die anderen auch. Und ich bin ein Bayer. Und ein Fahrer. Aber nicht mehr lang. Wenn das Geld so rausschmeißt. Man muss sich auch schauen. Vor die Leute. Das habe ich kommen sehen. Das mit der Autobahn habe ich kommen sehen. Was glaubst du, warum ich sonst verkauft hätte? Das wärst du noch wie rein. Nein. Ich reite nie was. Warum seht nie das rein? Sag's ihm, du bist sein Freund. Also, jetzt schau mal her. Das da. Das ist deine Wiesen, die du verkauft hast. Ja. Und da läuft die Autobahn. Ja. Und das da, neben deinem Grundstück, das wäre der See. So. Ein See? Wo soll denn da ein See herkommen? Ja, Backersee. 4 Hektar. Und auf dein Grundstück, da kommt ein Restaurant und Sportanlagen hin. Und das wäre ein Riesenbetrieb. Und da verkaufst du einen Quadratmeter um 2,75 Mark. Sag's ihm, Lina, was sein Nachbar gekriegt hat. Der Angermeier? Ja, 5,20 Mark. 5,20 Mark? Ja, fast das Doppelte. Ja, das brauchst du mir nicht sagen. So viel rechnen kann ich selber. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt mag ich wirklich nicht mehr. Geh zu, Hartinger, ich fahr dich heim. Da bin ich mir schon stolz drauf. Mit so einem falschen Kerl, da will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ich hab ja den Joppen im Wagen. Jetzt so, sag ich. Da kannst du mir auch gern haben. Aber ich zeig es schon noch. Alle, zeig es euch. So war ich Josef Hartinger. Geht zu, sag ich! Misch mir keiner mehr aus. Alles verkaufe ich. Alles. Ich mag nicht mehr. So. Aber jetzt ist er Ruhe. Die ist hier. Ja, gibt's das auch? Jetzt schießt du schon auf die Hähne. Und was ihm da eingefallen ist? Wenn er rupf ist, solange es noch warm ist. Magst du noch was? Nein. Mein Lieber, das ist ein Zangstfleisch. Ja, mein, wenn er ein Leghähne schießt, statt am Gogel. Mir schmeckt's. Heute Nachmittag fahr ich gleich in den Stadt rein. Und besorge alle Unterlagen. Eine richtige Legebatterie wird gebaut. Mit Kunstlicht, Infrarot
am Fütterband. Da brauche ich nur noch einen Vertrag mit dem Supermarkt. Und nach anderen habe ich noch eine Idee. Wir hören auf mit dem Kraut, mit den Rüben und mit den Kartoffeln. Wir machen Veredelungswirtschaft. Erdbeerplantagen. Erdbeeren? Ich bin doch ein Bauer und kein Gärtner. Ja, heutzutage müssen wir einen Luxus verkaufen. Man muss mit der Zeit gehen. Und der neue Tag kommt auch da rein. Raus mit dem alten Klump. Legebatterie mit Scheinwerfer von 8 bis 8. Eins gleich in Ruhe. Und am besten ganz weg. Ich hab's da mal eine Weile in der Kraft am Hof. Bis jetzt haben sie da noch nie geniert. Aber jetzt genieren sie mich. Auf einmal genieren sie mich jetzt. Mach die Tür zu. Ja. Die Hähne kommen weg und Eier werden gekauft. Ich konnte es nicht mehr sehen. Die Lüder. Ich bin gleich obacht, dass du die Spinnen anfängst. Die Hähne kommen weg. Ja, jeder Bauer hat seine Hähne. Bauer? Ein Bauer ist halt was anderes als was wir sind, Frau. Da kommst du nicht mehr auf die Hähne. Da ändert sich alles, Frau. Aber ob wir da noch mithalten können, das weiß ich nicht. Da gehen wir halt in die Fabrik. Wann musst du denn los? Ich werde gleich da sein. Ja, da ist schon wieder eine Haut drin. Die rote Hosen. Gefällt's dir? Nein. Was pfusch in der Flieger, dass du nicht so zusammenzupft warst. Geh. Wenn man noch gewusst hat, wo vorne und hinten ist. Ja, wenn sie sich vorstellen muss. Nur dazu in der Stadt und in einem Friseursalon, da können sie doch verlangen, dass ihre Leute auch gescheit angezogen sind. Ja. Modisch, verstehst du? Die Haare. Das hast doch du gar nicht nötig. Hast so schöne Haare gehabt, so schöne Haare. Papa, das ist ein Afro-Look. Das verstehst doch du nicht. So schöne Haare. Also für mich ist das in Ordnung. Gut schaust du aus, Monika. Lass dir nur nichts sagen von deinem Vater. Von solchen Sachen, da versteht er nichts. Von was versteh ich nichts? Na ja. Ah, da ist er ja. Also, ich muss gehen. Führt euch. Halt's mir einen Daumen. Grüß dich. Fest schaust du aus. Servus, Viertel. Hast du gut geschlafen? Gut schon. Aber wenig. Es war ja schon halbe vier.
Du, übrigens. Ja? Den Job, wenn ich in München krieg, dann gäb ich ja nicht mehr so viel mit dem Fortgehen, das sag ich dir. Das Fortgehen war mir ja wurscht. Geh, komm, Depp, fahr. Meinst du, dass das was wird mit den zwei? Wenn es gescheit ist, dann lass es sausen. Hey, hast denn du keinen Verstand? Ein Großbauern, so mit 225 Tagwerk. Ja, eben. Deswegen. Wer tut sich denn heute noch am Bauernhof an? Das ist nicht jeder so blöd. Wie wer? Weißt du, was die Leute sagen? Dass der Gerstler seinen ganzen Krumm verkauft. Der Gerstler? Das glaub ich nicht. Der ist doch so stur. Herrschaft, warum lasst ihr dich nicht helfen? Sag halt was! Ja, wenn ich der einen soll, aber sagen muss. Ich glaub's ja auch nicht, dass der Gerstler verkauft. Aber geredet wird drüber. Da muss man aufpassen. Das ist das Vitaminpackerl. Ja, das ist noch nicht, das chemische Klump. Nur nicht sparen, nur nicht damit. Richtige Chemie sicher. Das macht nichts. Aber gesund bleiben's. Und die anderen, die haben's auch. Arras! Die wird 100 Jahre alt. Yes. Ich warte auf ihr Wärmflaschen. Ja, Prinz, ja, halt du. Du warst doch eh schon drei Tage nicht mehr drum. Genau, du kannst das besser mit ihr. Ja, du, das ist dein Kampf. Aber du hast das mitgeheiratet. Ja, ja. Ich dreh schon. Ja. So, da hast du jetzt dein Mulch und deine Wärmflaschen. Ja. Hast du alle Weine so kalte Füße? Ja, die werden auch nicht mehr warm. Ja, wenn du in die Strümpfe umeinander hockst, dann zieh halt deine Schuhe an. Was war denn das für ein Theater mit jener? So schlimm ist es auch wieder nicht. Die ist ja kaputt. Da wirst du denn die abbrauchen. Da schaut Vater. Vater, schau mal her, das Herzen. So ein Klump da. Jetzt blär doch nicht. Spitzt damit. Muss man sich doch schauen vor die Leute. Was trägst du da damit? Wisch doch jetzt Gesicht ab. Im Taschentuch, ja. Feuerzeug, jetzt halt damit die Kerzen da. Ach, glaubst du das nicht? Ja. Jetzt draus. Jetzt drück dagegen. Druck fest dagegen. Ja, kommt schon der Verwandtschaft, Tante Rosa. Erste. Die ganze Verwandtschaft ist schon da. Ja, nimm die Fahrt bis zusammen, gell? Ich bin zu deinen Leuten auch freundlich. Ja, das ist leichter. Die sind schon weniger vorne, weißt du? So. Nein, das ist heute ein großer Tag. Schön bist. Das ist ein Netzkleid. Habt ihr es selber genäht? Nein, das habe ich schon fertig gekauft. Was ist denn das? Die Kerzen nicht so probieren. Hast du zugekauft damit, hä? Ja, jetzt hat der dickere gekauft. Nimm's ja so in die Hand. Dann sieht man's nicht so da drauf. Obacht. Ja. Grüß euch. Dankeschön. Jetzt, Bu. Du findest bei gut. Nein, immer nur ans Kropfer. Ein bisschen schöner kannst du es schon richten, Trost aus Grab. Ist doch eh schön. Okay, schau dir die anderen an. Ja, Frau, du hast das noch gut gehabt.
Du hast doch nichts gewusst von der modernen Zeit jetzt. Das war eine brave Frau, eine Mutter, die nichts kennt hat wie Arbeit. So eine Frau gibt es ja heute gar nicht mehr. Frischen Efeu. Den sollte man vielleicht einmal nachpflanzen. Ja. Plastik-Efeu. Geh. Nein. Da kommt nichts Künstliches her. Er schaut aus wie echt. Den braucht er nicht mehr gießen. Solange ich lebe, kommt da nichts Künstliches her. Wenn ich einmal nicht mehr bin, dann könnt's machen, was willst. Also, jetzt aufpassen. 3 Sekunden. Wann gibt's denn was zu essen? In einer Viertelstunde. So, schon passiert. Ja, jetzt gehen wir in den Kind. Ranz, ja, Ranz, ja, auf. Ja. Schauen wir uns noch ein bisschen an den Hof. Ja, da gehört natürlich überall so moderne Kippglasfenster rein, weißt, mit Aluminiumrahmen, dass nichts mehr verfault. Halt für die Ewigkeit. Und du, Martel? Ich stelle noch Zerdingen in der VW-Werkstatt. Schon lange nicht mehr. Nein. Der macht jetzt Bier als Fahrer. Ja. Der verdient einen Haufen Geld. Und was der Trinkgeld kriegt. Und Weiber hat er. Das ist nicht mehr recht Sommerbeideln. Ein Krankenhausreiter. Weil wenn er besser als bleibt daheim hockt, kann ich keinen Stich nicht machen. Geht's jetzt doch streiten auf. So, da! Es ist alles bestens im Schuss. Das macht dann da. Ah, das ist neu. Also, so gut wie neu. Oh, ein Haufen Sachen. Für 9.000 Mark kriegst du das. Ich hab ja daheim selber genug von dem Zeug umeinander stehen. Und damals haben sie dir das Haus gekriegt mit den Krediten. Bloß, dass man sie mechanisiert. 8.000 Mark. Nein. Ich brauch's nicht. Nein, ich auch nicht. Zünden wir's halt an, weil das nix. Ein Kanister Benzin und ein Zündhölzl. Und gut versichert sind wir ja. Alter, nicht so sautum daher. Ach, Geld. Im Grund hat er ja recht. Wer kann heute noch einen gemischten Betrieb sich leisten? Von überall ein bisschen was und im Grund gar nichts, oder? Auf meine Idee geht er ja nicht eh, der Vater. Ein Wirtshaus. Aber ein feins. Für die Stadtleute. Mit Fremdenzimmer, wenn sie die Hasen dabei haben. Ach, Hasen, das ist das Einzige, was du im Hirn hast. Was verstehst denn du? Schwimmbecken und ein Minigolfplatz. Und drüben im Stall machen wir eine Diskothek auf. So, und wo willst du das Geld herbringen, Bub? Wenn du ein bisschen was gibst, dann krieg ich einen Kredit von der Bank und die Brauerei zieht auch mit. Nein, Bub, ich hab nichts. Ich hab Schulden. Ich hab da daheim nichts zum Sagen. Das wird auch gut sein. Ebenfalls. Eins ist gewiss. Ich suche mir was Eigenes, bevor der Hof und der Hammer kommt. Herr, stoppt jetzt! So, irgendwann schmier ich mir mal eine. Jetzt gib mir mal eine Ruhe. Er ist doch wahr, wenn er sich aufspult. Dabei haben sie so eine brave Mutter gehabt. Na, ist ein Schwager, hä? Schau dir so was sagst. Du hast schon wirklich alles. Dunkstreier, Scheibenmecker, Kartoffelschleier, Buntmeer, Walzen, alles, was man braucht. 7.000 Mark und das gehört da. Nein, nicht einmal um die Hälfte. Und wo sind jetzt wir daheim? Wo ist denn unser Hof? Da, in der Richtung musst du schauen. Da siehst du das helle Hochhaus, da über dem Gaskessel. Da auf der rechten Seite, da muss der Hof sein. Na, der Militär hätte gesagt, einen halben Daumensprung nach links. Da ist schon eher so einen ganzen. Ah, das glaube ich auch. Also ich sehe gar nichts. Ja, natürlich nicht. Ja, warum nicht? Weil man von unserem Hof aus am Fernsehturm auch nicht sieht. Da hast du wieder mal recht. Mami, darf ich noch einmal schauen? Ja, komm, lass die Kleine mal.
Warte. Siehst du jetzt? Warte, zieh noch nicht. So, jetzt. Schau noch fest. Fest mit dir. Augen hindrücken. So. Jetzt schau, schau rüber. Siehst du den Berg? So! Jetzt ist er Ruhe! Jetzt mag ich nicht mehr. Wo ist mein Flinten? Jetzt erschieße ich den Hahn. War doch eh schon Zeit zum Aufstehen. Wann ich aufstehe, bestimme ich und nicht der Hahn. Ich lass mir nicht vorschreiben von einem Guckel, wann ich aufstehe. Wo sind die Patronen? Ich hab gleich gestern mit dem Anderl geredet. Der meint, du kannst schön langsam übergeben. Übergeben? Ich? In Austrag? Warum? Ja, warum nicht? Ich bin also noch gar nicht so alt. Na, alt nicht? Aber du magst doch eh nicht mehr. Mach's doch nicht so voll mit meinem Kreuz. Schau, sind wir auf unserem Grund? Ja, das gibt's doch. Oh, schau doch. Das trauen sie dir doch nicht. Was tät's hier denn da? Das ist jetzt in Ruhe, Sophie. Lura! Mistix. Ja, was ist denn? Hä? Ja, was wird denn schon sein? Ein Viertel über sechs ist gleich. Und? Ja, weil du noch im Bett liegst. Darf ich das nicht? Darf er schon? Also. Ja, ist er vielleicht wieder nicht gut? Nein, mir fehlt nichts. Was ist in letzter Zeit öfter passiert, dass du so lange im Bett bleibst? Ich glaub nicht, dass ich draus was versammle. Herrschaft, das kann ja nix werden. Ja, leg die halt auch wieder rein. Komm. Er, der Ander, der Halbwieser war da. Und wollte Versicherung kassieren. Au weh. Wenn sie Geld wollen, sind sie da. Aber wenn sie zahlen sollen, nicht. Ich hab nix. Sag's ihm doch du, nicht allebei ich. In einer Stunde kommt er noch mal vorbei. Da hab ich auch nix. Ich kann nicht. Ich mag auch nicht. Sag ihm,
Ich bin krank. Aha, daher weht der Wind. Herrschaft, ich will jetzt meine Ruhe. Ich bin noch müde. Von was? Von gestern. Du hast doch gestern nichts gearbeitet. Ja, darum bin ich ja so müde. Seit 10 Jahren räume ich dir jetzt deine Sache nach. Wie am kleinen Buben. Hat dir das deine erste Frau nicht gelernt? Nein. Das könntest du wenigstens selber tun. Das Aufräumen. Wenn einem schon sonst nichts gegönnt ist. Sie hat doch alles, was sie braucht. Wasch mal die Füße ab. Okay, her. Da, jetzt wäre ich wenigstens wach. Dina. Mistbeter. Ist Dina Zeit vom Blick? Nix. Da schrocken sind sie heute. Da schrocken. So. Ja. Und Monika? Warum müssen Sie heute schon so bald fort? Ich hab schon gehört, was er sie hergerichtet hat. Nach München? Nein, zum Vorstellen. Im Friseursalon Ingeborg. Das ist ein allererstes Geschäft. So, Ingeborg? Wer ist denn die Ingeborg? Also, heißt der Friseur. Was, der Friseur heißt Ingeborg? Ja, jetzt komm, jetzt trink dein Mui, sonst wird's ja kalt. Da ist ein Honig drin, der ist gut fürs Herz. Warum ist denn der Josef heute so spät aufgestanden? Na, was du nicht alles spannst. Mengen wird er halt nicht haben. Mir sagt der überhaupt keiner mehr was da herum. Aber ich merke alles. Ja, ist schon gut, Tante. Alles weiß ich. Ich weiß auch, dass du nicht gern bei uns am Hof bist. Wo ist denn Radio von der Monika? Damit es dir nicht so fad ist. Mir ist nicht fad und ich brauch kein Radio. Ich hab nur zu denken mit euch alle. Jetzt seid doch nicht so ungut, Tante. Ich möchte mal Ruhe. Ja, ich gehe ja schon. Du, ich hab gestern mit den Leuten geredet. Alle sagen, dass die neue Autobahn kommt. Auf der Trasse, was in der Zeitung gestanden ist. Da liegt die Garaiswiesen auf der anderen Seite. Da kommen wir nicht mehr rüber. Dann müssen sie unter Führung bauen. Das deren die mir, sagen die Leute. Nein, jetzt bleibt reden viel. Jetzt geh weiter, Vater, hilf mir halt. Oh, was ist denn? Mein Granatsplitter. Dann hast du das Ganze ja nicht gespürt. Ja, jetzt spüre ich ihn halt wieder. Auf einmal spüre ich ihn wieder. Yes, das ist der Direktor von der Raiffeisenbank. Sag ihm, dass ich nicht da bin. Sag's ihm doch selber. Nein, Mann, ich hab doch kein Geld. Radinger, grüß Sie. Ja, Herr Direktor, das ist aber nett, dass Sie wieder mal vorbeischauen. Gibt's was Besonderes? Nein, nichts Besonderes. Nur das Übliche. Was schon. Ja, meinen Sie, ich denk nicht nach. Sagen Sie mir halt, was ich machen soll. Alles haben wir schon überlegt. Erdbeerplantage, Schweinemast. Der andere meint jetzt seine Pferdepension. Naja, aber das alles ändert doch nichts. Ich verstehe Ihre Ausgaben, Herr Hartinger. Saatgut, Kunstdünger, Maschinen, klar, Ihr Betrieb muss laufen. Ja, das kostet Geld alles. Schauen Sie, wir verdienen ja nur an Ihren roten Zahlen. Das weiß ich schon. Seit ich Schulden habe bei Ihnen, kriege ich jedes Jahr einen schönen Kalender. Früher nicht. Aber Sie sollten doch irgendwie runter davon.
Könnten Sie sich nicht entschließen, was zu verkaufen? Ich meine Grund, Bauland. Mein lieber Mann, das heißt Krieg mit der Familie, mit der alten Tante. Aber Sie haben doch nicht nur eine alte Tante, sondern auch eine junge Frau. Meinen Sie nicht, dass die sich über gewisse Veränderungen sehr freuen würde? Die hat alles, was sie braucht. Tja, lieber Herr Hartinger, also ich an Ihrer Stelle würde mir das schon mal überlegen. Es werden gute Preise bezahlt. Rosa, kannst du auch nicht schlafen? Ja, beinahe. Ja, ich nicht. Oh. Hast du wieder zu viel gegessen? Nein, das nicht, aber ich denk was nach. Was? Ja, was du gerade vor einer Stunde zu mir gesagt hast. Was hab ich gesagt? Ja, dass du auch noch was vom Leben haben möchtest. Jetzt. Solange es dann nicht spät für dich ist. Ja. Ja. Da denke ich drüber noch. Was tät's hier denn da? Das hier ist mein Grund und Boden. Wo sind wir denn, dass das Eigentum überhaupt nichts mehr bedeutet? Lies er doch nicht auf, hab's die Mitteilung nicht gelesen. Da steht da alles drin. Ich hab keine Zeit, dass ich jeden Tag nach der Post schaue. Ich will wissen, was da vermissen wird. Was da vermissen wird, ist unsere Sache. Da müssen schon andere fragen. Wir haben bloß unsere Arbeit. Gut. Traurig, dass du was arbeiten musst und nicht weißt, was du arbeiten musst. Komm. Traurig. Gut. Was war denn los? Da war doch neulich dieser junge Kerl da, dieser Immobilienhandler. Holmann, der immer von der Autobahn gekriegt hat. Der war doch da. Den ruf ich an. Du musst doch nicht verkaufen. Ja, aber wenn die uns enteignen, zum Schätzpreis. Wo liegt denn nun dieses Grundstück genau? Da. Das alles, das ist die Garreiswiesen. Das ist der Flurname, nicht? Das sind 4,5 Tagwerke. Jetzt kommen Sie wieder mit Ihren bayerischen Tagwerken. Tagwerk sind 35a. Okay, das wisst ihr doch ganz genau, was handelst damit. 1,5 Hektar sind das. Richtig. Sieht ein bisschen aus wie ein Handtuch, ne? Ja, aber ein großes Handtuch, ein schönes Handtuch. Ja. Wollen wir es mal schraffieren? Das ist nicht sehr viel. Hä? Wollen Sie noch mehr kaufen? Brauchen Sie mehr? Es besteht ein gewisses Interesse am gesamten Areal, aber von Kaufen kann noch gar nicht die Rede sein. Von Verkaufen aber auch nicht. Ich hab Zeit. Ich muss auch nicht verkaufen. Das wissen wir, lieber Hartinger. Haben wir schon Sau gehabt miteinander? Noch nicht. Weil sie aber mein Lieber sagen. Okay? Sonst mag ich nicht. Na? Sonst mag ich nicht. Moment. Und was sagen Sie denn dazu? Na ja, das ist eine Einzeichnung von einer Autobahn, die da einmal durch soll. Aber das ist ja noch nicht gesagt, dass die da durchkommt. Weil das ist eine von drei Möglichkeiten, haben sie am Landratsamt gesagt. Ja, aber ganz trauen Sie der Sache offenbar nicht. Sonst, ja, sonst würden Sie ja nicht mit uns verhandeln, oder? So, warum verhandeln Sie dann mit mir? Dann wissen Sie doch ganz genau, dass nichts ist mit der Autobahn. Gell? Vielleicht ist aber auch das Gegenteil der Fall, dass man nämlich fest mit der Autobahn rechnet. Aha. Spekulieren. Was wollen Sie mit dem Grund, wenn die Autobahn kommt? Hä? Ja, also das lassen Sie mal unser Risiko sein. Hä? Ja, das ist unser Risiko. Ja, schauen Sie, falls die Autobahn doch über diese Trasse kommt, ja, dann ist ja der ganze Grund kaum noch etwas wert. Für wen? Für Sie oder für mich? Gell? Drucken lassen wir nicht. Ich bin nicht so dumm wie Herrscher. Aber wer spricht denn hier von Drucken? Der Quadratmeterpreis in der Gegend ist bekannt. Wem? Da wissen Sie mehr wie ich. Wie viel zahlen Sie? 35.
Ich habe uns gegenüber im Restaurant einen Tisch bestellt. Da gibt es einen exzellenten Rehbraten. Und ich glaube, bei einem guten Essen lässt sich's besser reden. Wollen wir? Ja. Aber mein Essen soll man selber, Herr Ullmann. Das verstehen wir's. Ich bin noch nicht pleite. Ich glaube, Sie kann man mit einem Rehbraten nicht bestechen. Na, außerdem mag ich keinen Rehbraten. Ich mag ja ganz. Die kriegen Sie. Ich hol mir nur schnell meinen Mantel von nebenan. Bin gleich wieder da. So, entschuldigen Sie bitte, das hat einen Moment gedauert. Wir haben schon gedrückt. Fein. Ja, gehen wir halt zu Fuß, das haben wir ja früher auch müssen. Ne? Ja. 15. Erst gehen wir essen. Hirschern, hä? Ja, echt Hirschern. Schöner Trachtenanzug. Aus Tegernsee. Ja, das liegt ja auch nur in Bayern. So, jetzt ist er da. Bitte. Ja. Gute Feuchtlasten zum Schneiden, ja? Sie, Sie, Direttore. Gnädige Frau, ich würde diese vorschlagen. Monika, Telefon. Wer? Na, du weißt schon. Entschuldigen Sie, bitteschön. Giovanni, fertig zum Schnitt. Ja. Hör mal, ich hab dir schon 100-mal erklärt, du sollst mich nicht anrufen während der Geschäftszeit. Nein, halt nicht. Morgen? Auch nicht. Hm? Was ich hab? Nix hab ich. Keine Zeit hab ich. Herrgott, Ferdl. Ich arbeite jetzt hier in München. Das ist nicht mehr so wie vorher, verstehst? Komm, ja, jetzt lass mich in Ruhe mit deinen Sachen. Es interessiert mich nicht. Ich hab keine Zeit. Servus. Gut. Papa, was tust denn du da rein in der Stadt? Ich wollte nur ein bisschen nachschauen. Schöner Laden. Hm? Ist gut? Das ist die Frau Graf, meine Chefin. Frau Graf, ah, ist mein Papa. Ja, guten Tag, Herr Hartinger. Das freut mich aber, Sie kennenzulernen. Ich wollte nur ein bisschen nachschauen, ob sie alles richtig macht. Doch, ich bin sehr zufrieden mit ihr. Und ich glaube, auch sie hat sich sehr an uns gewöhnt. Sehr. Entschuldigen Sie bitte, wollen Sie sich im Moment Platz nehmen? Nein, ich habe nicht lange Zeit. Oder wollen Sie mal torschneiden? Hä? Ja, aber bitte kommen Sie nur mit. Für eine Dauer wird es immer Zeit. Sehr. Du, was hast du in München hier ins Tor gehabt? Rat einmal. Geh. Okay. Was beim Doktor? Ich brauche keinen Doktor. Jetzt sag's doch. Ich muss da wieder arbeiten. Ein Geld kriegen wir. Hä? Merkel. Voll Geld. Was? Mit dem Stecker darf ich da übers Kreuz schlagen, wenn ich konnte. Die Garreiswiesen werden nicht verkauft. Auch gerade die Garreiswiesen nicht. Ich darf verkaufen, was ich mag. Boah. Geschämst du denn nicht? Das ist doch die Wiesen, die der Vater gekauft hat, 1912. Also, gehört sie mir. Also darf ich sie auch verkaufen. Und das steht in dem Brief. Und den Brief zeige ich dir, den ich finde. Lass das nicht. Das sind meine Schulzeugnisse. Da weiß man nicht, ob man den nicht noch einmal braucht. Und überhaupt, hast du das versprochen, dass nichts verkauft wird? Das war damals. Und damals war eine andere Zeit. Und die Garreiswiesen werden nicht verkauft, solange ich lebe. Und der Hof gehört alleweil noch mir. Na, zahlst du mir aus. Alles. Mein ganzen Anteil seit 40 Jahren. Den, wo ich deinem Vater zu lieb auf dem Hof lassen hab. Ja, siehst du nicht, dass mir das Wasser bis zum Hals hersteht? Und wenn ich das sau, dann ersaufst du mich. Alter, der bringt mich um. Hier, da haben wir schon mal gesehen. Immer dasselbe. Die liebe Familie. Lass doch meine Sache stehen. Ich hab den Brief nicht. Den Brief hast du und da steht's drin. Was habt ihr für ein Krach da herin? Hä? Du, Josef, schau mal, was ich da gefunden hab. In der Wurstschachtel von deiner Mutter.
das sechste. Ich hab doch gesagt, dass da was. Was sonst noch was drin? Nein. Solange ich lebe, hab ich nichts verkauft. Du musst schon warten, bis ich im Grab lieg. Siehst, Tante, so lang möchte ich wieder nicht warten, weil du überlebst uns alle. Da. Nix steht drin. Nix. Dass ich nicht verkaufen darf. Gar nix. Also, ich darf verkaufen. Nix darfst du! Nix darfst du! Und die regt dich nicht so auf. Gar nix darfst du! Oder du zahlst mir aus! Das dauert wieder. Wir sollten möglichst heute noch zu einem Abschluss kommen. Na klar, bevor die Nachbarn wieder untereinander den Preis aufsparen. So, meine Herren, es hat ein bisschen gedauert, aber die kranke Tante hat mich gebraucht. Aber jetzt habe ich alles, Grundbuchauszüge, Auflassungsurkunde und die beglaubigte Abschrift vom Testament. Aber das brauche ich noch gar nicht. Die lassen wir nur fotokopieren, dann kriegen Sie sie wieder. Sind Sie so lieb, verstecken Sie. Ich glaube, wir schauen uns dann das Grundstück an. Ja. So, bitte. Ruhe! Da drum! So, ich nehme das mal. Also, nehmen wir den Wagen. Na, 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 da gehen wir schon zu Fuß. Ah. So, gehen wir, meine Herren. Dankeschön. Also, was ist? Verkauft habe ich. Wie viel? Na, was meinst du? Mehrer. 2 Mark. 1 Steff hat dieser Deck. Mehrer. 2 Mark und 75 Pfennig. Das waren ja noch über 45.000 Mark. Andal. Jetzt riert sie. Batterie mit Scheinwerfer von 8 bis 8. Alles klar, Ruhe. Und am besten ganz weg. Ich hab's da mal eine Weile hingekauft am Hof. Bis jetzt haben sie da noch nie geniert. Aber jetzt geniert's mich. Auf einmal geniert's mich jetzt. Mach die Tür zu. Ja. Die Hähne kommen weg und Eier werden gekauft. Ich konnte es nicht mehr sehen. Die Ruhe.
Ich habe beobachtet, dass du die Spinnen auffangst. Die Hähne kommen weg. Ja, jeder Bauer hat seine Hähne. Bauer. Ein Bauer ist halt was anderes, als was wir sind, Frau. Da kommst du nicht mehr auf die Hähne. Da ändert sich alles, Frau. Aber ob wir da noch mithalten können, das weiß ich nicht. Da gehen wir heute halt in die Fabrik. Wann musst du denn los? Ich werde gleich da sein. Erst, da ist schon wieder eine Haut drin. Die rote Hose. Gefällt's dir? Nein. Was pfusch in der Flieger, dass du nicht so zusammenzupft warst. Geh. Ich hab noch gewusst, wo vorne und hinten ist. Ja, wenn sie sich vorstellen muss, nur dazu in der Stadt und in einem Friseursalon, da können sie doch verlangen, dass ihre Leute auch gescheit angezogen sind. Ja. Modisch, verstehst? Die Haar. Das hast doch du gar nicht nötig. Hast so schöne Haare gehabt, so schöne Haare. Papa, das ist ein Afro-Look. Das verstehst doch du nicht. So schöne Haare. Also für mich ist das in Ordnung. Gut schaust du aus, Monika. Lass dir nur nichts sagen von deinem Vater. Von solchen Sachen, da versteht er nichts. Von was versteh ich nichts? Na ja. Ah, da ist er ja. Also, ich muss gehen. Führt euch. Halt's mir an den Daumen. Grüß dich. Fest schaust du aus. Servus, Viertel. Hast du gut geschlafen? Gut schon, aber wenig. Es war ja schon halbe vier. Du, übrigens. Ja? Den Job, wenn ich in München krieg, dann gäb ich ja nicht mehr so viel mit dem Fortgehen, das sag ich dir. Das Fortgehen wär mir ja wurscht. Geh, komm, Deppfer. Meinst du, dass das was wird mit den zwei? Wenn's gescheit ist, dann lassen sie sausen. Hey, hast denn du keinen Verstand? Ein Großbauern, so mit 225 Tagwerk. Ja, eben. Deswegen. Wer tut sich denn heute noch am Bauernhof an? Ist nicht jeder so blöd. Wir wer? Weißt du, was die Leute sagen? Dass der Gerstler seinen ganzen Krumm verkauft. Der Gerstler? Das glaube ich nicht. Der ist doch so stur. Herrschaft, warum lasst ihr die nicht helfen? Sag halt was! Ja, wenn ich der einen soll, aber sagen muss. Ich glaub's ja auch nicht, dass der Gerstler verkauft. Aber geredet wird drüber. Da muss man aufpassen. Das ist das Vitaminpackerl. Das ist noch nicht, das chemische Klump. Nur nicht sparen, nur nicht damit. Richtige Chemieviecher. Das macht nichts. Aber gesund bleiben's. Und die anderen, deren sagen. Ein Ruf! Die wird 100 Jahre alt. Jesus, nein, ich warte auf ihr Wärmflaschen. Ja, Prinz, ja, halt du. Du warst doch eh schon drei Tage nicht mehr drum. Genau, du kannst das besser mit ihr. Ja, du, das ist dein Kampf. Aber du hast das mitgeheiratet. Ja, ja. Ja. So, da hast du jetzt dein Mulch und deine Wärmflaschen. Ja. Hast du alle Weine so kalte Füße? Ja, die werden auch nicht mehr warm. Ja, wenn du in die Strümpfe umeinander hockst, dann zieh halt deine Schuhe an. Was war denn das für ein Theater mit den Hähnen? So schlimm ist es auch wieder nicht. Die ist ja kaputt. Da wirst du denn die abbrochen. Da schaut Vater. Vater, schau mal her, das Herzen. So ein Klump da.
Jetzt blär doch nicht. Fickst du mit. Muss man sich doch schauen vor die Leute. Zeig. Was trägst du da damit? Wisch dir halt das Gesicht ab. Im Taschentuch, ja. Weil zeig jetzt halt damit die Kerzen da. Ach, glaubst du das nicht? Ja. Jetzt draus. Schafft sie dich. Jetzt drück dagegen. Drück fest dagegen. Ja. Kommt schon der Verwandtschaft, Tante Rosa. Grüß dich. Die ganze Verwandtschaft ist schon da. Ja, nimm die Fäden zusammen, gell? Ich bin zu deinen Leuten auch freundlich. Ja, das ist leichter. Die sind schon weniger warm, weißt du? So. Na, das ist heute ein großer Tag. Schön bist das ist ein letztes Kleid. Habt ihr es selber genäht? Nein, das habe ich schon fertig gekauft. Was ist denn das? Ja. Die Kerzen ist abgebrochen. Hast du zugekauft damit, hä? Ja, er ist halt der dickere gekauft. Nimm es ja so in die Hand. Man sieht es nicht so da drauf. Ja. Obacht. Dankeschön. Jetzt, Bu. Ja, du findest voll gut. Nein, danke. Immer nur ans Brot, Karin. Ein bisschen schöner kannst du es schon richten, Trosas Grab. Ist doch eh schön. Okay, schau dir die anderen an. Ja, Frau, du hast das noch gut gehabt. Du hast doch nichts gewusst von der modernen Zeit jetzt. Das war eine brave Frau, eine Mutter, die nichts kennt hat wie Arbeit. So eine Frau gibt's ja heute gar nicht mehr. Frischen Efeu. Den sollte man vielleicht einmal nachpflanzen. Ja. Plastik-Efeu. Geh. Nein. Da kommt nichts Künstliches her. Er schaut aus wie echt. Den braucht er nicht mehr gießen. Solange ich lebe, kommt da nichts Künstliches her. Wenn ich einmal nicht mehr bin, dann könnt's machen, was willst. Also, jetzt aufpassen. 3 Sekunden. Wann gibt's denn was zu essen? In einer Viertelstunde. So, schon passiert. Ja, jetzt gehen wir in den Kick. Rollst du mal, oder? Ranz, Hand auf. Ja. Schauen wir uns noch ein bisschen an den Hof an. Ja, da gehören natürlich überall so moderne Kippglasfenster rein, weißt, mit Aluminiumrahmen, dass nichts mehr verfault. Fällt für die Ewigkeit. Und du, Martel, bist du eben noch fertig in der VW-Werkstatt? Schon lange nicht mehr. Nein. Der macht jetzt Bier aus, Fahrer. Ja. Der verdient einen Haufen Geld. Und was der Trinkgeld kriegt? Und Weiber hat er. Das ist nicht mehr recht Sommerbeidl. Ein Krankenhausreiter. Weil wenn du besser als Blätter daheim hocken kann, kann ich Stich nicht machen. Geht's jetzt doch streiten auf. So, da, das ist alles bestens im Schuss. Das macht dann da. Ah, das ist neu. Also, so gut wie neu. Oh, ein Haufen Sachen. Für 9.000 Mark kriegst du das. Ich hab ja daheim selber genug von dem Zeug umeinander stehen. Und damals haben sie dir das Haus gekriegt mit den Krediten. Bloß, dass man sie mechanisiert. 8.000 Mark. Nein, ich brauch's nicht. Na, ich auch nicht. Zünden wir's halt an, weil das nix. Ein Kanister Benzin und ein Zündhölzl. Und gut versichert sind wir ja. Alter, nicht so sautum der Herr. Okay. Im Grund hat er ja recht. Wer kann heute noch einen gemischten Betrieb sich leisten? Von überall ein bisschen was und im Grund gar nichts, oder?
Auf meine Idee geht ja nicht jeder Vater. Ein Wirtshaus. Aber ein feins. Für die Stadtleute. Mit Fremdenzimmer, wenn sie die Hasen dabei haben. Ach, Hasen, das ist das Einzige, was du im Hirn hast. Was verstehst denn du? Schwimmbecken und ein Minigolfplatz. Und drüben im Stall machen wir eine Diskothek auf. So. Und? Wo willst du das Geld herbringen, Bub? Wenn du mir ein bisschen was gibst, dann krieg ich einen Kredit von der Bank und die Brauerei zieht auch mit. Nein, Bub. Ich hab nichts. Ich hab Schulden. Radinger, grüß Sie. Ja, Herr Direktor, das ist aber nett, dass Sie wieder mal vorbeischauen. Gibt's was Besonderes? Nein, nichts Besonderes. Nur das Übliche. Was schon. Ja, meinen Sie, ich denk nicht nach. Sagen Sie mir halt, was ich machen soll. Alles haben wir schon überlegt. Erdbeerplantage, Schweinemast. Der andere meint jetzt seine Pferdepension. Naja, aber das alles ändert doch nichts. Ich verstehe Ihre Ausgaben, Herr Hartinger. Saatgut, Kunstdünger, Maschinen. Klar, Ihr Betrieb muss laufen. Ja, das kostet Geld alles. Schauen Sie, wir verdienen ja nur an Ihren roten Zahlen. Das weiß ich schon. Seit ich Schulden hab bei Ihnen, kriege ich jedes Jahr einen schönen Kalender. Früher nicht. Aber Sie sollten doch irgendwie runter davon. Könnten Sie sich nicht entschließen, was zu verkaufen? Ich meine Grund, Bauland. Mein lieber Mann, das heißt Krieg mit der Familie, mit der alten Tante. Aber Sie haben doch nicht nur eine alte Tante, sondern auch eine junge Frau. Meinen Sie nicht, dass die sich über gewisse Veränderungen sehr freuen würde? Die hat alles, was sie braucht. Tja, lieber Herr Hartinger, also ich an Ihrer Stelle würde mir das schon mal überlegen. Es werden gute Preise bezahlt. Rosa, kannst du auch nicht schlafen? Ja, beinahe. So, ich nicht. Hast du wieder zu viel gegessen? Nein, das nicht, aber ich denk was nach. Was? Ja, was du gerade vor einer Stunde zu mir gesagt hast. Was hab ich gesagt? Ja, dass du auch noch was vom Leben haben möchtest. Jetzt. Solange es nicht spät für dich ist. Ja. Ja. Da denke ich darüber noch. So schlimm ist es auch wieder nicht. Die ist ja kaputt. Da wirst du denn die abbrochen. Da schaut Vater. Vater, schau mal her, das Herzen. So ein Klump da. Jetzt blär doch nicht. Fickst du mit? Muss man sich doch schauen vor die Leute. Zeig. Was trägst du da damit? Wisch dir halt das Gesicht ab. Im Taschentuch, ja. Feuerzeug, jetzt halt damit die Kerzen da. Ach, glaubst du das nicht? Ja. Jetzt draus. Schafft sie dich. Jetzt drück dagegen. Druck fest dagegen. Ja, kommt schon der Verwandtschaft, Tante Rosa. Grüß dich. Die ganze Verwandtschaft ist schon da. Ja, nimm die Feuer ein bisschen zusammen, gell? Ich bin zu deinen Leuten auch freundlich. Ja, das ist leichter. Die sind schon weniger geworden, weißt du? So, bitte. Na, das ist heute ein großer Tag. Schön bist. Das ist ein letztes Kleid. Habt ihr es selber genäht? Nein, das habe ich schon fertig gekauft. Was ist denn das? Ja. Die Kerzen so proben. Was zugehört damit, hä? Ja, er ist halt der dickere gekauft. Nimm es ja so in die Hand. Man sieht es nicht so da drauf. Ja. Obacht. Dankeschön. Jetzt, Bub. Ja, du findest voll gut. Nein, danke sehr. Immer nur ans Grab, Karin.
Ein bisschen schöner kannst du es schon richten, Trost aus Grab. Ist doch eh schön. Okay, schau dir die anderen an. Ja, Frau, du hast das noch gut gehabt. Du hast doch nichts gewusst von der modernen Zeit jetzt. Das war eine brave Frau, eine Mutter, die nichts kennt hat wie Arbeit. So eine Frau gibt's ja heute gar nicht mehr. Frischen Efeu. Den sollte man vielleicht einmal nachpflanzen. Ja. Plastik-Efeu. Geh. Nein. Da kommt nichts Künstliches her. Er schaut aus wie echt. Den brauchst du nicht mehr gießen. Solange ich lebe, kommt da nichts Künstliches her. Wenn ich einmal nicht mehr bin, dann könnt's machen, was willst. Also jetzt aufpassen. 3 Sekunden. Wann gibt's denn was zu essen? In einer Viertelstunde. So, schon passiert. Ja, jetzt gehen wir in den Kühl. Rolf mal, oder? Ranz, Ranz, ja, auf. Ja. Schauen wir uns noch ein bisschen an den Hof an. Ja, da gehören natürlich überall so moderne Kippglasfenster rein, weißt, mit Aluminiumrahmen, dass nichts mehr verfault. Kalt für die Ewigkeit. Und du, Martel, bist du eben noch fertig in der VW-Werkstatt? Schon lange nicht mehr. Nein, nein. Der macht jetzt Bier aus, Fahrer. Ja. Der verdient einen Haufen Geld. Und was der Trinkgeld kriegt. Und Weiber hat er. Ist nur mehr recht Sommerbeideln. Ein Krankenhausreiter. Weil wenn du besser als Blätter daheim hocken kannst, kannst du dich nicht machen. Geht's jetzt doch streiten auf. So, da, das ist alles bestens im Schuss. Mm. Das macht dann da. Ah, das ist neu. Mm. Also, so gut wie neu. Oh, ein Haufen Sachen. Für 9.000 Mark kriegst du das. Mm. Ich hab ja daheim selber genug von dem Zeug umeinander stehen. Und damals haben sie dir das Haus eingeräumt mit den Krediten. Bloß, dass man sie mechanisiert. 8.000 Mark. Nein, ich brauch's nicht. Na, ich auch nicht. Zünden wir's halt an, weil das nix. Ein Kanister Benzin und ein Zündhölzl. Und gut versichert sind wir ja. Alter, nicht so sautum der Herr. Okay. Im Grund hat er ja recht. Er kann heute noch einen gemischten Betrieb sich leisten. Von überall ein bisschen was und im Grund gar nichts, oder? Auf meine Idee geht er ja nicht ein, der Vater. Ein Wirtshaus. Aber ein feins. Für die Stadtleute. Mit Fremdenzimmer, wenn sie die Hasen dabei haben. Ach, Hasen, das ist das Einzige, was du im Hirn hast. Was verstehst denn du? Schwimmbecken und einen Minigolfplatz. Und drüben im Stall machen wir eine Diskothek auf. So. Und wo willst du das Geld herbringen, Bub? Wenn du mir ein bisschen was gibst, dann krieg ich einen Kredit von der Bank und die Brauerei zieht auch mit. Nein, Bub. Ich hab nichts. Ich hab Schulden. Ich hab da daheim nichts zum Sagen. Das wär da gut sein. Jedenfalls. Eins ist gewiss. Ich such mir was Eigenes, bevor der Hof und den Hammer kommt. Herrschaft jetzt! So, irgendwann schmier ich dir mal eine. Jetzt gib mal eine Ruhe. Er ist doch wahr, wenn er sich so aufspielt. Dabei haben sie so eine brave Mutter gehabt. Na, ist ein Schwager, hä? Schau dir sowas sagst. Mhm. Du hast schon wirklich alles. Dunkstreuer, Scheibenmecker, Kartoffelschleier, Buntmeer, Wolzen, alles, was man braucht. 7.000 Mark und das gehört da. Nein, nicht einmal um die Hälfte. Und wo sind jetzt wir daheim? Wo ist denn unser Hof? Da, in der Richtung musst du schauen. Da siehst du das, das helle Hochhaus da über dem Gaskessel. Da auf der rechten Seite davon, da muss der Hof sein. Na, der Militär hätte gesagt, einen halben Daumensprung nach links.
Geht schon eher so im Ganzen. Ah, oh, das glaube ich auch. Also ich sehe gar nichts. Ja, natürlich nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil man von unserem Hof aus am Fernsehturm auch nicht sieht. Da hast du wieder mal recht. Mami, darf ich noch einmal schauen? Na, Frau, ja, komm, lass dich gleich noch mal. Warte, siehst jetzt? Warte, zieh noch ein bisschen. So, jetzt. Schau noch fest. Fest mit dir. Augen hindrücken. So. Jetzt schau, schau rüber. Siehst du den Berg? So! Jetzt ist er ruhig! Jetzt mag ich nicht mehr. Wo ist mein Flinten? Jetzt erschieße ich den Hahn. War doch eh schon Zeit zum Aufstehen. Wann ich aufstehe, bestimme ich und nicht der Hahn. Ich lass mir nicht vorschreiben von einem Guckel, wann ich aufstehe. Wo sind die Patronen? Ich hab gerade gestern mit dem Anderl geredet. Der meint, du kannst schön langsam übergeben. Übergeben? Ich? In Austrag? Warum? Ja, warum nicht? Ich bin also noch gar nicht so alt. Na, alt nicht? Aber du magst doch eh nicht mehr. Den machst du doch nicht so voll mit meinem Kreuz. Schau, sind wir auf unserem Grund? Geht das gibt's doch. Oh, schau doch. Das trauen sie dir doch nicht. Was ein hartiger Hof. Da, fang! Ja, wirf halt! Der ist doch noch finde ich gut. Der ist doch nichts wert. Raus mit dem Klopp! Die neue Zeit kommt! Warte! Den können wir doch noch verkaufen. Okay, da kriegst du doch nichts dafür. Den habe ich 1946 hab ich den getauscht für das Wort von Kreiherz. Aber das ist doch bäuerlicher Hausrat. Da dafür krieg ich auf dem Flohmarkt mindestens noch 100 Mark. Ja, gut, verkaufen wir jetzt, meinst du? Hälfte kriegst du, gell? Also. Wart, wie läuft der da? Wart doch. Ja, Handschuhe. Nehmen wir es gleich auf, ja? Ja, nehmen wir auf. Halt! Halt! Das Sofa bleibt da! Ja, wo willst du es denn hinstellen, wenn das neue Schlafzimmer kommt? Auf dem Sofa ist der Vater selig gestanden. Der hat gesagt, ich leg mich nur eine Viertelstunde auf ihn. Und aufgestanden ist er nicht. Ja, wo willst du es denn hinstellen? Das Sofa kommt wieder ins Schlafzimmer rein. Was war? Also, du mit deiner Sturheit, das ist ja zum wahnsinnig werden. Dort, das kann man doch verkaufen, da kriegst du was dafür. Ich kann für alles sein. Pass auf auf die Sache. Gib mir mal den Strick hier, das fällt alles auseinander. Du, geh rein. Sonst fahren wir die fort. Das kann doch so passen. Rosa, komm her! Meist ist schade um die Kredenz. Die habe ich so gern mögen. Okay. Der Mantel verkauft's doch gut. Ist das lang her? Geh, pass doch ein bisschen auf Sach. Das steht mir doch nicht am Boden hin. Das schmeißt es doch gleich rein in die hintere Stumm. Das wäre Wohnzimmer. Schöne Farbe haben wir rausgesucht. Na, Rosa, was sagst du? Ja. Was sieht, nix. Das ist kaputt gehen. Ich verstehe. Nein, nein, das muss ein bisschen farbiger werden. Das ist ja. Dafür haben wir ja gekauft. Viel schöner so jetzt, oder? Das ist farbig jetzt. Also, so gehört er. Ehrlich. Also, ich gehe. Warum gehst du? Ich möchte nur lesen. Gute Nacht. Nacht. Du geh aber ins Bett, gell? Nein.
gehen und sprung zum Hauswirt rüber. Die neue Bedienung, gell? Weißt du, was da ging? Also, pfiat euch. Servus. Diese Weiber, was die jetzt haben, sowas langhäusend. Das ist eine ganz neue Rasse, wo die noch hinwachsen. Das war ein Schlitscher. Nein, nein, das ist eine neue Rasse. So eine Frau hat es früher gar nicht gegeben. Na ja, von mir aus. Ich geh jetzt. Bist du so grantig? Ich bin ja nicht grantig. Miert bin ich. Ich bin auch miert und bin nicht grantig. Gute Nacht, Belland. Gute Nacht. Rosa, geh mal ins Wohnzimmer, Lieber. Das ist doch eiskalt. Da setzen wir uns am Sonntag nicht. Machst du was, he? Was trinken? Machst du ein Eierlikör? Jetzt halt nicht. Hast du was? Hm? Nein. Jetzt lassen wir es uns einmal richtig gut gehen. Ja. Reitert er? Der Farbfernseher. Ist schön. Ihr seid alle da gesessen, sein Kinder. Wie eine richtige Familie. Das ist auch bloß die erste Zeit. Mama interessiert es nicht mehr. Nein, nein, das bleibt schon. 23.000 Mark habe ich heute gezahlt in der Reifenkasse. Auf einen Schlag, mein Lehrer. Da hat er gesagt, der Direktor. Jetzt bin ich schuldenfrei. Zum ersten Mal seit dem Unglück. Zeit was? So, und jetzt machen wir ihn aus. Das wird jetzt heiß. Jetzt kommen wir eh bloß noch Nachrichten. Da hast du erlebt, da lang hast nichts mehr gearbeitet. Wie ein Viech. Kinder groß so und Schulden abgezahlt. Ich hab mich aber gefragt, wann das einmal leichter wird, auch für dich. Ich hab schon gesehen, wie du es gearbeitet hast. Ja? Ja. Das darfst du mir glauben. Ich hab dir schon zugeschaut. Und jetzt schauen wir, dass wir auch wieder ein bisschen Freude haben. Man freut? Mei. Nix haben wir uns geleistet. Gar nichts. Das war ein Fehler. Eine Reise. Was? Eine Reise sollten wir machen. Eine Reise? Ja, miteinander. Wir zwei? Ja, und wohin? Das ist doch wurscht. Was anders ist wie da. Ja, wie schaust denn du aus? Wieso? Trachtenanzug haben wir gekauft. Ach, das hat es ja bei uns noch nie gegeben. Ja, der Hut. Er braucht einen Hut mit einem Gamsbart. Weißt du, wie viel der kostet? 800 Mark kostet der. Ohne Hut. Ja, eben. Was bei uns gar kein Gams gibt. Na? Was sagst du jetzt zu deinem Mann? Der geht jetzt Maschkara. Du, das ist ein Tegernseher. Den haben die anderen auch. Und ich bin ein Bayer. Und ein Bauer. Aber nicht mehr lang, wenn das Geld so rausschmeißt. Man muss sich auch schauen, vor die Leute. Das habe ich kommen sehen. Das mit der Autobahn habe ich kommen sehen. Was glaubst du, warum ich sonst verkauft hätte? Das wärst du noch wie rein. Nein. Ich reite nie was. Nie. Warum seht nie das reiten? Sag's ihm, du bist sein Freund. Also, jetzt schau mal her. Das da, das ist dein Wiesen, die was du verkauft hast. Ja. Und da läuft die Autobahn. Ja.
Und das da, neben deinem Grundstück, das wäre der See. Sir, ein See? Wo soll denn da ein See herkommen? Ja, Backersee, 4 Hektar. Und auf dein Grundstück, da kommt ein Restaurant und Sportanlagen hin. Das wird ein Riesenbetrieb. Und da verkaufst du einen Quadratmeter um 2,75 Meter. Sag sie ihm, Lina, was sein Nachbar gekriegt hat. Der Angermann? Ja, 5,20 Mark. 5,20 Ja, fast das Doppelte. Ja, das brauchst du mir nicht sagen. So viel rechnen kann ich selber. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt mag ich wirklich nicht mehr. Geh zu, Hartinger, ich fahr dich heim. Da bin ich mir schon stolz drauf. Mit so einem falschen Kerl, da will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ich hab ja den Joppen im Wagen. Jetzt so, sag ich. Da kannst du mich auch gern haben. Aber ich zeig es schon noch. Alle, zeig es euch. So war ich Josef Hartinger. Geht zu, sag ich. Misch mir keiner mehr aus. Alles verkaufe ich. Alles. Ich mag nicht mehr. So. Aber jetzt ist er Ruhe. Die ist sie. Ja, gibt's das auch? Jetzt schießt du schon auf die Hähne. Und was ihm da eingefallen ist? Wenn er Rupf ist, solange es noch warm ist. Magst du noch was? Nein. Lieber, das ist ein Zangstfleisch. Ja, mei, wenn er ein Leghähner schießt statt am Gogel. Mir schmeckt's. Heute Nachmittag fahre ich gleich in den Stadt rein. Und besorge alle Unterlagen. Eine richtige Legebatterie wird gebaut. Mit Kunstlicht, Infrarot und Fütterband. Da brauche ich nur noch einen Vertrag mit dem Supermarkt. Und nach anderen habe ich noch eine Idee. Wir hören auf mit dem Kraut, mit den Rüben und mit den Kartoffeln. Wir machen Veredelungswirtschaft. Erdbeerplantagen. Erdbeeren? Ich bin doch ein Bauer und kein Gärtner. Ja, heutzutage müssen wir einen Luxus verkaufen. Man muss mit der Zeit gehen. Erdbeeren. Und der neue Tag kommt auch da rein. Raus mit dem alten Klump. Thank you.
Box, gell? Vierte. Servus. Vierte. Ist jetzt eine Ruhe? Saufi. Lura! Mistix. Ja, was ist denn? Hä? Ja, was wird denn schon sein? Ja, Viertel über sechs ist gleich. Und? Ja, weil du noch im Bett liegst. Darf ich das nicht? Darf er schon? Also. Ja, ist er vielleicht wieder nicht gut? Nein, mir fehlt nichts. Was ist in letzter Zeit öfter passiert, dass du so lange im Bett bleibst? Ich glaub nicht, dass ich draus was versann. Herrschaft, das kann ja nichts werden. Ja, leg dich halt auch wieder rein. Komm. Er, der Ander, der Holb ist aber da. Und wollt Versicherung kassieren. Au weh. Wenn sie Geld wollen, sind sie da. Aber wenn sie zahlen sollen, nicht. Ich hab nichts. Sag's ihm doch du. Nicht allebei ich. In einer Stunde kommt er noch mal vorbei. Da hab ich auch nichts. Ich kann nicht. Ich mag auch nicht. Sag ihm, ich bin krank. Aha, daher weht der Wind. Herrschaft, ich will jetzt meine Ruhe. Ich bin nummiert. Von was? Von gestern. Du hast doch gestern nichts gearbeitet. Ja, darum bin ich ja nummiert. Seit 10 Jahren. Räume dir jetzt deine Sache nach. Wie am kleinen Buben. Hat dir das deine erste Frau nicht gelernt? Nein. Das könntest du wenigstens selber tun. Das Aufräumen. Wenn einem schon sonst nichts gegönnt ist. Sie hat doch alles, was sie braucht. Wasch mal die Füße ab. Okay, her. Da, jetzt wäre ich wenigstens wach. Dina. Mistpeter. Ist Dina Zeit komplett? In der Legebatterie. Mit Scheinwerfer. Von 8 bis 8. Dann ist gleich Ruhe. Und am besten ganz weg. Ihr habt doch alle Weine in der Kraft am Hof. Bis jetzt haben sie da noch nie geniert. Aber jetzt genieren sie mich. Auf einmal genieren sie mich jetzt. Mach die Tür zu. Ja. Die Hähne kommen weg und Eier werden gekauft. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich bin nur da. Ich bin kein Obacht, dass du nicht eine Spinne anfängst. Die Hähne kommen weg. Ja, jeder Bauer hat seine Hähne. Bauer. Ein Bauer ist halt was anderes, als was wir sind, Frau. Da kommst du nicht mehr auf die Hino. Da ändert sich alles, Frau. Aber ob wir da noch mithalten können, das weiß ich nicht. Da gehen wir heute in die Fabrik. Wann musst du denn los? Ich werde gleich da sein. Ja, da ist schon wieder eine Haut drin. Die rote Hosen. Gefällt's dir? Nein.
Was pfusch in der Flieger, dass du nicht so zusammengezupft warst. Geh. Wenn man nur gewusst hat, wo vorne und hinten ist. Ja, wenn sie sich vorstellen muss, nur dazu in der Stadt und in einem Friseursalon, da können sie doch verlangen, dass ihre Leute auch gescheit angezogen sind. Ja. Modisch, verstehst du? Die Haare. Das hast doch du gar nicht nötig. Hast so schöne Haare gehabt, so schöne Haare. Papa, das ist ein Afro-Look. Das verstehst doch du nicht. So schöne Haare. Also für mich ist das in Ordnung. Gut schaust du aus, Monika. Lass dir nur nichts sagen von deinem Vater. Von solchen Sachen, da versteht er nichts. Von was versteh ich nichts? Na ja. Ah, da ist er ja. Also, ich muss gehen. Führt euch. Halt's mir an die Dame. Grüß dich. Fest schaust aus. Servus, Viertel. Hast du gut geschlafen? Gut schon, aber wenig. Es war ja schon halbe vier. Du, übrigens. Ja? Den Job, wenn ich in München krieg, dann gäb ich ja nicht mehr so viel mit dem Fortgehen, das sag ich dir. Das Fortgehen war mir ja wurscht. Geh, komm, Depp, fahr. Meinst du, dass das was wird mit den zwei? Wenn es gescheit ist, dann lass es sausen. Hey, hast denn du keinen Verstand? Ein Großbauern, so mit 225 Tagwerk. Ja, eben. Deswegen. Wer tut sich denn heute noch am Bauernhof an? Ist nicht jeder so blöd. Wir wer? Weißt du, was die Leute sagen? Dass der Gerstler seinen ganzen Krumm verkauft. Der Gerstler? Das glaube ich nicht. Der ist doch so stur. Herrschaft, warum lasst er dich nicht helfen? Sag halt was! Ja, wenn ich der einen soll, aber sagen muss. Ich glaub's ja auch nicht, dass der Gerstler verkauft. Aber geredet wird drüber. Da muss man aufpassen. Das ist das Vitaminpackerl. Ja, das ist noch nicht, das chemische Klump. Nur nicht sparen, nur nicht damit. Richtige Chemie sicher. Das macht nichts. Aber gesund bleiben's. Und die anderen, die uns auch. Arras! Die wird 100 Jahre alt. Jesus, nein, ich warte auf ihr Wärmflaschen. Ja, Prinz, ja, halt du. Du warst doch eh schon drei Tage nicht mehr drum. Bei genau, auf, du kannst das besser mit ihr. Ja, du, das ist dein Kampf. Aber du hast das mitgeheiratet. Ja, ja. Ich dreh schon. Ja. So, da hast du jetzt dein Mulch und deine Wärmflaschen. Ja. Hast du alle Weine so kalt, die Füße? Ja, die werden auch nicht mehr warm. Ja, wenn du die Strümpfe umeinander hockst, dann zieh halt deine Schuhe an. Was waren das für ein Theater mit denen? Ja, nix. Da schrocken sind's halt. Da schrocken. So. Ja. Und Monika, warum ist denn sie heute schon so bald fort? Ich hab schon gehört, was er sie hergerichtet hat. Nach München? Nein, zum Vorstellen. Im Friseursalon Ingeborg. Das ist ein allererstes Geschäft. So, Ingeborg? Wer ist denn die Ingeborg? Also, heißt der Friseur. Was, der Friseur heißt Ingeborg? Ja, jetzt komm, jetzt trink dein Mulch, sonst wird's ja kalt. Da ist ja Honig drin, der ist gut fürs Herz. Warum ist denn der Josef heute so spät aufgestanden? Na, was du nicht alles spannst. Mein wird er halt nicht haben. Mir sagt überhaupt keiner mehr was da herum. Aber ich merke alles. Ja, ist schon gut, Tante. Alles weiß ich. Ich weiß auch, dass du nicht gern bei uns am Hof bist. Wo ist denn Radio von der Monika? Damit's dir nicht so fad ist. Mir ist nicht fad und ich brauch kein Radio. Ich hab nur zu denken mit euch alle. Jetzt seid doch nicht so ungut, Tante. Ich möcht mal Ruhe. Ja, ich geh ja schon. Ich hab gestern mit den Leuten geredet. Alle sagen,
dass die neue Autobahn kommt. Auf der Trasse, wo es in der Zeitung gestanden ist. Da liegt die Garaiswiesen auf der anderen Seite. Da kommen wir nicht mehr nieder. Dann müssen sie unter Führung fahren. Das lernen die mir, sagen die Leute. Die Leute reden viel. Jetzt geh weiter, Vater, hilf mir halt. Was ist denn? Mein Granatsplitter. Dann hast du das Ganze ja nicht gespürt. Ja, jetzt spür ihn halt wieder. Auf einmal spür ihn wieder. Yes, das ist der Direktor von der Raiffeisenbank. Sag ihm, dass ich nicht da bin. Sag's ihm doch selber. Mei, ich hab doch kein Geld.